Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Wir eröffnen das heute mal ganz ungewöhnlich, ganz anders als sonst, mit einem Konzert. Wir knüpfen an die alte Tradition des Comedy Arts, des Folk and Fools an. Erinnert sich noch jemand an das Folk and Fool Festival? Ja? Da sind noch ein paar. Ja? Einige waren, du warst doch noch ein Kind, als das Folk and Fool war. Das ist ja schon ewig her. Da gab es jedenfalls ganz viel schöne Musik. Das wollen wir heute wieder abfeiern mit zwei wunderbaren Bands. Und es war kein Fehler von uns, dass wir hier nicht bestuhlt haben. Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass ihr alle tanzen wollt. So. Wir haben jetzt trotzdem mal mit Rücksicht auf die Leute, die sich noch nicht so ganz entscheiden können, will ich tanzen, will ich nachher auf dem Stuhl tanzen, weil das cooler aussieht, haben wir doch mal Stühle hingestellt. Ihr könnt euch also gehen lassen und machen, was ihr wollt. Die Bands freuen sich, wenn ihr alle gleich hier, wie einige es schon vorgemacht haben, nach vorne kommt und richtig tanzt. Auch auf den Tischen, vielleicht nicht auf den Stehtischen oder nur auf eine Verantwortung. Es gibt auch noch für die weiteren Abende Tickets an der Abendkasse, Restkarten, wie man so schön sagt. Nur noch wenige, aber die gibt es da draußen an der Kasse. Ich freue mich, nehmt die Programmhefte mit, guckt nach oder kommt nochmal auf den Platz. Es soll außer heute trocken werden und draußen kann man auch ohne Ticket Biergartenatmosphäre dann hoffentlich bei super Wetter genießen. Und jetzt sind der Worte genug gemacht, jetzt regiert die Musik. Begrüßt bitte die fantastischen, einzigartigen, total jungen und tollen Musiker, die Betrayers of Babylon! Hallo, hallo, hallo! Weil ich endlich wieder so alter sein will, wie ein Gerät am Wiener, manche Trainer.
Dankeschön. Habt ihr